So. Und rein in die Hauptquest. Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Gryffindor gezeigt. Beruhigen Sie sich. Die Loyalität von Helga Hufflepuff. Die Weisheit von Rowena Ravenclaw. Und die Ambition von Salazar Slytherin. Also, den diesjährigen Hauspokal gewinnt... Schulleiter, Verzeihung, wenn ich dürfte. Es gibt jemanden mit unglaublichem Heldenmut während des Angriffs auf Hogwarts. Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Gerade erst frisch zu uns gestoßen. Nun, das scheint mir doch auf jeden Fall... sagen wir mal, 100 Punkte für das Haus wert. Finden Sie nicht auch? Ah, ja. Danke, Professor Weasley. Wir haben wohl einen Gewinner. Jetzt haben wir die Folge mit dem Ende angefangen. Während wir verdientermaßen einen Blick auf die Entwickler werfen, die auch wirklich eine sehr gute Leistung abgeliefert haben, muss man wirklich sagen. Also vielleicht an dieser Stelle, ich bin IT-Projektmanager, also ungefähr sowas in die Richtung. Und ich denke, ich kann das ein bisschen bewerten. Außerdem bin ich Gamer, genau wie ihr, und ihr könnt das auch bewerten. Das Spiel ist einfach gut. Das Spiel ist fertig. Es gibt hier und da Bugs, wir haben sie zusammen gesehen. Aber es ist echt trotzdem qualitativ gut einfach. Es macht Spaß, die Story macht Spaß, das Gameplay macht Spaß. Optisch ist es schön. Und so, jetzt vielleicht noch darauf eingegangen, was wir gerade im Video gesehen haben. Ich fände ein bisschen schade, dass die am Ende nicht die Fahnen geändert haben in das Haus, was gewonnen hat, was wahrscheinlich dann Hufflepuff war. Ich finde auch schade, dass die nicht wirklich Hufflepuff gesagt haben. Das Einzige, wo man sagen kann, das hat sich individuell geändert, sind wahrscheinlich die feiernden Menschen, die zu einem rennen. Und bei uns waren es halt die Mitglieder vom Haus Hufflepuff. Das war in Ordnung. Genau.
Und natürlich wäre auch cool gewesen, ich meine, die haben die Punktebehälter ja implementiert sogar, dass sie am Ende noch irgendwelche Punkte sagen, wirklich. Ein bisschen, da hätten wir noch ein bisschen das ausschmücken können. Das fände ich schön gefunden. Ja. Aber bis hierhin kann ich sagen, was heißt bis hierhin? Das war die letzte Hauptquest offensichtlich. Sorry, neben das Mikrofon gesprochen. Ist einfach gut. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Wir werden natürlich noch weitermachen. Wir müssen auch noch ein bisschen was in dieser Folge tun. genau. Also komplettieren ist auf jeden Fall weiter vorgesehen. Genau. So, lassen wir nochmal ein bisschen durchlaufen, was wir hier sehen. Den Abspann. Noch ist eigentlich super interessant zu sehen, wie viele Arbeiten an andere Studios ausgeliefert worden sind als Zulieferer. Also, ich sag mal, dadurch. Okay, genau zum Ende. Dadurch erweitert sich natürlich der Kreis der Beteiligten um mal 10 gefühlt. Auch spannend, dass die Musik tatsächlich gespielt worden ist. Ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass sowas mittlerweile einfach digital gemacht wird. Krass. Credits haben natürlich schon eine gewisse Länge, aber ich denke gerade, weil wir mit dem Let's Play so viel Zeit verwendet haben, Zeit aufgebracht haben, um uns das anzuschauen, wirklich auch tief anzuschauen und nicht drüber hinweg zu sprinten, zum größten Teil wenigstens, kann man sich das auch mal in voller Länge geben, auch um dann irgendwann mal nachzuschauen, die Credits.
Ich denke, das hat auch sehr viel gerade mit Lokalisierung hier zu tun, oder? Es steht zwar Art und Production. Aber die haben wirklich, wenn das so wäre, wirklich breit gefächert Kunst machen lassen in wirklich verschiedenen Regionen, verschiedenen Ländern. Jetzt kommt der Localization Palette oder was? Interessant. Und Quality Assurance. Also die haben auch auf jeden Fall jeden erwähnt. Wir sehen mal teilweise das Studio-Administration, also wirklich alle, selbst die Empfangsdamen sozusagen. Und Herren. Empfangsherren. Von mir aus. Was ist aber auch nett ist, da sieht man mal diese Bubble, die wirklich um so ein Game drumherum ist. Ich glaube, die haben 5 Jahre oder so entwickelt. Und in diesen 5 Jahren, das waren ja jetzt mit Sicherheit 1000 Namen hier, so ungefähr. Diese Beteiligten, diese Koordination, ein Spiel zu machen. Wenn man jetzt überlegt, es gibt Leute, die machen alleine ein Spiel. Ja, schon interessant. Aber hier werden mit Sicherheit auch Menschen dabei stehen, die werden genau einen Handschlag getan haben oder so oder nicht mal oder wollten nur dabei stehen, weil sie es können. Und jetzt kommen wir hier zur Lokalisierung. Nochmal Japan, Französisch, okay. Translators. Jetzt gehen wir wirklich durch alle Sprachen durch. Interessant. German Localization, Lionbridge Games, okay. Head of Operations. Lionbridge Games, okay. Translator. Ich glaube, hier haben sie vergessen, Polnisch dabei. Nee, auch Polish Translators, Russian Translators, okay. Wahrscheinlich haben die hier einfach nur die, die haben keine Stimmen wahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich einfach Englisch und Untertitel, vermute ich. Ich weiß es nicht. Wir jetzt gerade über diese QA-Tester gehen. Vielleicht auch eine nette Info. Alle Tests, die
zum Beispiel stattfinden in der Entwicklung von Call of Duty, die ganze Zeit, die ganzen Stunden, die da reingesteckt werden, um Fehler und Bugs zu finden. Innerhalb der ersten Stunde nach einem Release von so einem großen Game haben die Spieler mehr Stunden reingesteckt als das Testing-Team insgesamt. Und deswegen ist es halt auch so, dass so viele Bugs nach dem Release rauskommen. Die Spieler sind dann sozusagen die eigentlichen Tester. Weil die probieren halt Sachen aus. Ne, ist halt so, ne? Wenn du, ich sag mal, eine Million mal mehr Leute hast, die dann kommen auf eine Million mal mehr krumme Ideen, um irgendwelche Sachen zu machen. Über irgendwelche Zäune zu springen in einem Winkel, den man vorher nicht erwartet hat. Schwuppdiwupp, hast einen Bug. Fällst du durch den Boden. Und das ist hier halt ja auch theoretisch so. Aber das ist ja ganz interessant. Man sieht da, weiß ich nicht, hier waren ja hunderte Leute bei Quality Assurance beteiligt. Und also ich muss sagen, wie gesagt, die Bugs, die wir haben, die waren alle zu verschmerzen. Und die Credits gehen jetzt schon 11 Minuten. Ganz ehrlich, wer das hier mit mir zusammen guckt, der ist krass. Der ist krass. Und vielleicht gehen die sogar schon 12 Minuten. Hier wurden auf jeden Fall alle erwähnt. Gar kein Problem. Jetzt kommt noch dein Marketing. Dann kommt vielleicht das lokale Marketing. Eieiei. All diese Credits dürfen uns aber nicht von unserem eigentlichen Ziel abbringen. Wir müssen eine Kuh finden. Ich kann da schon mal verraten, was wir machen wollen. Wir wollen Kühe schubsen, weil dafür gibt's ein Achievement. Und wie werden wir die Kühe schubsen können? Die Kühe schubsen können? Mit Flipendo. Und wie oft müssen wir es tun? 10 Mal. Die Frage ist, wo sind die Kühe? Aber eines Tages, nachdem diese Credits vorbei sind, so in 36 Stunden, werden wir, also 36 Stunden sind etwa 36 Folgen, werden wir uns um diese Kühe kümmern. Ja. Übrigens, wenn ihr Zeitstempel in die Kommentare schreibt, das wäre nett. Für die anderen, wann es weitergeht. Ja, das wäre gut. Vielleicht macht das ja irgendwann mal jemand automatisch, ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Aktuell muss ich sagen, released sind wir jetzt bei Folge 4 oder 5. Man sieht, ich habe es ein bisschen hier reingesuchtet. Ich sag mal, wie gesagt, ich vermute und hoffe, dass das hier so ein Ding ist, ein Let's Play. Da wird, weiß ich nicht, in einem Jahr mal jemand wieder das Spiel auspacken und möchte dabei vielleicht unterhalten sein, vielleicht auf demselben Level, wie er jetzt gerade spielt. Oder kommt an der Stelle an einem Rätsel nicht weiter und guckt dann parallel bei mir. Das wäre eigentlich das Wünschenswerte für mich. Ein Let's Play für die Ewigkeit. Mal sehen. Jetzt kommt noch die Finanzabteilung. Gar kein Problem. Die eigentliche Frage ist, hat es sich gelohnt, sich schick anzuziehen? Wir standen eigentlich nur in der Tür. Ging so. Ging so. Kein gutes Zeichen, wenn ein neues Lied angeht.
Zumindest von der Dauer her. Prinzipiell schon. Ich frage mich, ob diese Folge wegen dieser ganzen Musik Copyright gestrikt wird, weil das ist mit meiner anderen schon passiert, witzigerweise. Von der Musik in den drei Besen. Naja, und wenn irgendjemand mal irgendwann feststellt, dass meine Stimme so wunderbar ist, dass sie in einem Game drin sein sollte, schreibt mir gerne eine Mail, die solltet ihr in YouTube finden, die Mailadresse. Bin gerne bereit, etwas zu synchronisieren. Aber bitte auf Deutsch, weil no parlo italiano. Und je ne parle plus français. Auf Englisch könnte ich auch, mit deutschem Akzent. This would not be a problem for me. Yes, yes. Und beim Spanisch wäre auch schwierig. Wie schwierig. Könnte auch solche Sachen machen, die mit stark deutschem Akzent sind. Una cerveza, por favor. Bitte. Oh, es gibt einmal Hedwigs Team, was sie lizenziert haben für das Spiel. Haben wir auch irgendwo gehört. Ist hier bei Granted Plugin? Oh Gott. Das sollten wir uns nochmal angucken. Die ganzen, warum die jetzt noch die Terms of Use ein bisschen hinten her schieben? I don't know. Jetzt kommen noch die ganzen vertraglichen Details für das, was wir hätten hier mit dem ganzen Inhalten machen dürfen. Ein bisschen spät. Einfach komplett das Lizenzrecht dazu. Interessant. Also interessant, dass man das hier reinschreibt. Ist das normal? How to apply the Apache license to your work. To apply the Apache license to your work. Warum haben wir jetzt Apache license? What the fuck? Ist das normal, dass die Apache license hier erwähnen? Ist das nicht ein bisschen zu detailliert? Ich weiß es nicht. Jetzt kommen License for JSON Net Binary. Included with C-Sharp Implementation. Newton Soft.json DL. Haben die das schon immer dabei geschrieben? Ich hoffe, dass das irgendwann mal ein Gronkh Let's Play und sich dazu äußert.
License for jQuery Tipsy JSON. Tipsy JSON and Tipsy CSS. What the fuck? Ich bin kurz davor, das hier doch zu skippen. Aber ich skipp's nicht, um es gesamthaft da zu haben. Ich glaube, hier werde ich wirklich nicht drum rumkommen, selber Zeitstempel zu versehen, weil das ist zu krass. Das ist zu lang und zu detailliert. 20 Minuten Credits. License means this document. What the fuck? Komplettes Vertragswerk angehangen. Ist einfach Lizenzrechte für Modder mit dabei, würde ich mal behaupten. Das war ein Stück weit Hedwigs Team. Oder das ist es. Witzig, das sind halt die Fonts. Ist auch alles erwähnt, selbst die Schriftarten. What the heck? Hey, wir sind durch. Ja, da mache ich doch freiwillig mal so ein Skip rein, also so ein Kapitel. Das würde, glaube ich, sinnvoll sein. Haben wir neue Post? Nö. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Wir haben zwar die Hauptstory durch, aber... Eine Herausforderung abgeschlossen. Hier. Raum der Wünsche, klar. Legendäre Maskeradenmaske. Die muss ich mir gleich mal angucken. Und verbessere Ausrüstung. Alte Magie. Oh, da muss ich noch machen. Verbessere deine Ausrüstung. Achso, einfach 12 Mal prinzipiell muss ich das noch machen. Ja, ja, ja. Das war falsch. Wie gut sieht denn diese legendäre Maske aus an Männern? Nicht so gut, ne? Habe ich mir schon gedacht. Wir gehen wieder mit der Duellantenmaske durch die Gegend. Zack. Zack. Okay. Also wenn man so lange Credits guckt, das fühlt sich schon nach einem Abschied an, ehrlicherweise. Aber wir dürfen uns nicht von unseren Zielen ablenken lassen. Ziel Nummer 1 wäre übrigens immer noch, ja, das letzte Akio-Duell. Das ist mir viel wichtiger als der Rest gerade. Also wir müssen Kühe schubsen. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir auch noch in dieser Episode. Aber, sorry fürs Reinatmen. Aber das ist halt noch besser. Ich hab mir gedacht, dass es der Professor ist. Jetzt geht's rund. Sie sind mein Gegner im Akio-Duell, Professor Ronan? Der bin ich. Auch Professoren dürfen sich hin und wieder amüsieren, wissen Sie? Sie haben recht. Aber natürlich. Ich freue mich auf ein Duell mit Ihnen. Geht mir genauso. Ich spiele schon seit Äonen. Sie haben also keine Chance zu gewinnen. Sollen wir trotzdem loslegen? Also gut. Ich bin bereit. Na, dann wollen wir mal. So.
Habe ich auch den Spell? Okay, verstehen wir, was wir hier... Also wenn du da hinkommst, zieht er den automatisch hoch? What the fuck? Wie, what the... Als ob. Gut gemacht. Hat er sich gerade selber gelobt? So, habe ich den Skill in der Leiste? Ja, habe ich. Gut gemacht. Nein. Nein. Und damit haben Sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Akio. Okay, ich glaube, der ist krass. Wie kriege ich denn das jetzt gelöst? Gut gemacht. Okay, ich weiß, wie ich das gelöst kriege. Immerhin. Akio. Habe ich sie etwa gelehrt, so zu spielen? Ja. Okay, jetzt brauchen wir Mathe. Er hat mir den Weg versperrt, was ich nicht nett finde. Wir machen alle Fehler. Der hat 110 Punkte. Ich habe 50 Punkte. Wenn ich den auf die 100 kriege und den wegballer. Oh nein. Ja! Nein! Als ob. Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Keine Sorge, das ist ja noch neu für Sie. Alter, wenn ihr meinen Blick sehen könntet. Grämen Sie sich nicht. Ich wurde noch nie von Schülern geschlagen. Alter, das war Magie. Hex. Ja. Ja, natürlich. Ich würde gern meinen Rekord verbessern. Oh, danach geht's um Rekorde. Das heißt, ich müsste eigentlich direkt 300 erreichen, damit ich mich nicht mehr selber schlagen kann. Okay, dann ist das neue Ziel 300. Geht das? Geht das? Geht das? Na, ist schon schwierig, ne? Wenn das geht... Dann über den, aber das wird sehr schwer. Das war einfach komplett dumm von mir. Komplett dumm. Und damit haben Sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Akio. Wie soll ich den dann auf 100 kriegen? Gut gemacht. Der sich selber lobt. Nein. Son of a gun. Sonnenaufgang. Akio. Okay. Zum Gewinnen muss ich nichts anderes machen, außer auf die 100 kommen und den wegmachen. Au, Junge. Akio. Ja, das war komplett Müll. Beim ersten Mal so da dran gewesen. Ja, ich will nochmal. Grämen Sie sich nicht. Gräme mich aber. Noch nie von Schülern geschlagen. Ich hab noch einmal. Wie wär's mit noch einer Runde? Ja. Ja, natürlich. Ich würde gern meinen Rekord verbessern. Ausgezeichnet. Warum darf ich eigentlich nie anfangen? Dass er sich in den Weg legt. Wir machen alle Fehler. Akio. Kann ich aufhören, die Leute auf 100 zu machen? Nun, komplett dumm von mir. Gut gespielt. Danke. Dachte mir schon, dass dir das gefällt. Also. Fall runter. Nicht du, nicht ich, meine ich. So behandeln Sie Ihren Professor? Akio.
Die Frage ist, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der hier dahin kommt? Einfach nein, ne? Mir fällt nichts ein. Ich kann natürlich laufen, aber bringt halt gar nichts. Wie soll das funktionieren, dass der auf 300 geht? Geht das vielleicht? Dass man den da gegenballert, dann springt er nach da rüber, dann zieht man den weiter. Dann muss man aber schnell nach hier hinlaufen. Okay. Ja, ich will nochmal. Gräme mich aber. Ja, natürlich. Ich würde gern meinen Rekord, ich will meinen Rekord von 30 verbessern. Mach mal schneller jetzt. Schon gleich wieder Tag bestimmt. Okay. Wir machen alle Fehler. Was ist? Problem ist halt. Das war einfach komplett wieder dumm. Ich sollte aufhören, dumme Sachen zu machen. Die gefallen mir nicht. Haben Sie noch eine Gelegenheit, damit spielt er mich aber echt kaputt. Spielt er mich. Ich meine, ich kann mich selbst in den Weg legen, ne? Wer schon geht. No look. Gut gemacht. Und schon wieder denselben Fehler gemacht. Ey, einfach dasselbe machen und andere Ergebnisse auf. Haben Sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Akio. Ich kann einfach nicht mehr gewinnen. Sei denn, ich mache mit dem den 100er weg. Und das habe ich gerade schon nicht hingekriegt. Einzige, was mir einfällt, ist halt, den da, die gehen den dagegen, dann mal wegprallen und dann hoffen. Und dann noch daneben. Nein, Junge. Oh Gott, war das schlecht. Haben Sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen? Skip, skip. Ja, ich gräme mich aber. Ja, natürlich. Ich würde gern meinen Rekord verbessern. Ausgezeichnet. Fang mal links an. Mitte. Andere links. Also ich muss ein bisschen später als gelb machen. Das ist eine Punktlandung. Ach witzig, dass er es nur random sagt. Ich dachte, er sagt das wegen dem Runterstoßen. Dass er aber auch da drauf kommt, ne? Mann. Also, der Plan ist der folgende. Wir machen krasse Sachen. Ach, man verliert danach Akio. Schade. Und damit haben Sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Akio. Gut gemacht. Wie will ich das hinkriegen? Nicht genau in die Flucht gehe. Akio. Na, man verliert halt mit Akio dort. Was habe ich gewonnen? Nee. Ach, den, ich habe den nicht gesehen. Mein Gott, bin ich doof. Gräme mich aber, ja. Ja, natürlich. Ich würde gern meinen Rekord verbessern. Ausgezeichnet. Das ist ein bisschen eine mühselige Folge mit den Credits und dem hier. Was der auch immer jetzt das macht, hör auf das zu machen. Das nervt mich richtig. Wir machen alle Fehler. Das Beste, was ich mir für den wünschen kann, ist eigentlich auf dasselbe Feld zu kommen.
Oder ist er sogar auf dem gelandet? 20? Noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Akio. Ist auf 10. Also jetzt spielen wir es erstmal safe. Bumm. Habe ich sie etwa gelehrt, so zu spielen? Akio. Ob es schon irgendeinen YouTuber gibt, der ein Video dazu hat, wie man dafür 300 Punkte kriegt? Gut gemacht. Kriege ich den überhaupt dahin? Ich meine, ich kriege den ja selbst so nicht dahin, ne? Wie soll das gehen? Das muss ja schon übelst random sein. 110 zu 60. Gewonnen habe ich sowieso. Bis hierhin. Kommen Sie, Sie können das. Im Unterricht waren Sie vielversprechend. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ach hier. Geht gar nicht, oder? 300, es muss mega random sein. Und damit haben Sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Wunderbar, ein solches Können in Ihrem jungen Alter. Easy. Ja, first try auch. Sehr gut. Sie haben mich in meinem Spiel geschlagen. Ich bin ein Naturtalent. Komm, bei den Lehrern müssen wir ein bisschen schleimen. Wir sind ja böse. Lehrer. So, so, Schmeichelei. Zugegeben nicht unbegründet. Ich nehme das Kompliment demütig an. Als neuer Akio-Duell-Champion haben Sie ein Zeichen der Anerkennung verdient. Werden Sie nur nicht übermütig. Zu spät. Handschuhe des Champions im Akio-Duell. Schön. Schön, 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 schön. Gut. Kühe schubsen. Kühe schubsen. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Ja, da waren wir schon, glaube ich. Wie schwer kann es sein, Kühe zu finden? Revelio. Was ist das? Sieht interessant aus. War ich da noch nicht drin? Hm? Nicht? Als ob ich da nicht drin war. Oh ja. Levitiere einen Sumpfkattler an der Zunge. Okay. Ich sag mal ganz ehrlich, wir brauchen jetzt eigentlich nicht mehr wirklich Level. Bis zumindest nicht wofür. Revelio. Hier ist eine Insel. Und eine Truhe auf Insel. Mit Bremsen. Da ist ein Dingster-Bumster. Finde ich interessant. Kann ich einfach ins Wasser fallen? Yay. Ich hoffe, er ist jetzt nicht zu krass. Revelio. Contrinto. Fängt schon mal nicht gut an. Bombarda.
Konfrito! Bombarda! Revelio! Accio! Revelio! Gut, gut, gut. Aber man kann leider nicht vom Wasser aus auf den Besen. Revelio. Das ist beinahe zu einfach. Immer diese Frösche. Gott, wie hoch muss ich denn? Der Bahnhof. Revelio. Aua. Wölfe am Bahnhof. Kein Zutritt. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Jupp. Der Weg zur Kuh. Mäh. Mäh ist nicht Mo. Ari, 2023. Kann doch nicht wahr sein. Revelio. Jetzt habe ich keine Kuh. Wohl gelebt hat. Ey, ich habe so viel Kühe gesehen in diesem Spiel, ne? Ich höre schon wieder mehr. Das ist doch Absicht. Die hören noch mein Mikrofon ab. Ah, Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Brottle? Ja, die Mission haben wir auch noch offen. In der Tat. Und hier hätten natürlich Kühe drin sein können. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Vielleicht sind hier sogar Kühe. Revelio. Das habe ich doch gelesen, oder? Scheinbar nicht. Sumpfkattler-Warnung. Das sollte ich untersuchen. Und du hast ganz andere Aufgaben. Ich mache bald ein Video, wo man Kühe findet. Ich schwöre. Meine Annahme, dass ich irgendwo mal eine Kuh finde. Kurze Frage, war ich hier schon? Ja, bei dem war ich schon. Revelio. Es kann doch nicht so schwer sein, eine Kuh zu finden. Was gibt es auf der Map, was auf Kühe hinweisen würde? Gesehen. Bei den Mondkälbern waren da richtige Kühe. Da waren Rehe, ne? Hier vielleicht. Hier waren Testrale. Wieder mal auf Abenteuertour? Revelio. Kann man Abenteuertour nennen. Ja, das ist auch ein Witz, ne? Aber die werden gar nicht angezeigt. Oh oh. Das heißt, ich muss richtig mit Augen offen durch die Gegend fliegen. Das ist ja gar nicht so praktisch. Vielleicht habe ich schon längst eine Kuh gesehen, ohne eine Kuh zu sehen. Hallo. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins?
Ja, kann schon sein, ne? Mach ich die eben? Die hab ich, guck mal, dann habe ich schon abgeschlossen. Warum seid ihr überhaupt noch hier? Hallo. Ich muss überlegen, was ich mache. Du hast unseren Koboldhelm geklaut. Also Rebellion. Da laufen einfach normale Leute her. Nein. Das war mit Flipendo, ne? Das sieht fast richtig aus. Das sieht richtig aus. Yay. So, weil es keinen Unterschied macht, wir gehen jetzt einmal in den Raum der Wünsche und holen mal kurz unsere angepflanzten Alraunen zusammen, weil dann können wir nämlich nochmal ein anderes Achievement machen. Weil wir sowieso durch die Gegend fliegen und nichts finden. Dann sollten wir die Zeit auch effektiv nutzen. So. Weltkarte. Was ist am ehesten Co-Gebiet? Hier sind wir hinhergelaufen, ganz am Anfang mit der Nadine. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin. So, das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, ist, dass Kühe aber nur bei Tag kommen. Mimrup. Gesucht werden Kühe. Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Alles war das jedes wie ein Schloss. Na, hier sind eher so die Bergkühe, wenn überhaupt. Ob es hier keinen Bauernhof gibt. Oh,
Welch angenehme Überraschung. Wir wollen wenigstens ein bisschen effizient in der Zwischenzeit sein, wenn wir verzweifeln. Da ist ein Wolf. Lumos. Kein Lumos ausgerüstet. Perfekt. Lumos. Rebellion. Lumos. Ob man am Ende irgendwie Merlin sehen kann, wenn man alle gelöst hat, das wäre witzig. Und unerwartet. Es fehlt ein Schwarm. Wie ich den nicht gesehen habe. Lumos. Da wäre selbst Merlin stolz. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns nähern, oder tun wir nicht, weil immerhin haben wir Schafe gefunden. So. Random. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. True. Hier so eine schöne Hochlandkuh. Kerrygold. Aber Kuh sagt nein. Kuh sagt einfach nein. Also für mich ist das hier so die Kuhgegend am ehesten. Wenn ich eine Kuh wäre, wäre ich hier. Also nicht hier, sondern hier irgendwie. Aber wie gesagt, vielleicht muss ich einfach nur die Augen richtig aufmachen. Das sind Menschen, sind keine Kühe. Kann man hier einfach Schafe schubsen? Ich finde das unfassbar, dass ich keine finde. Also wirklich krass. Also, nicht, dass sie halt unter bestimmten Bedingungen nur spawnen. So, zum Beispiel nicht fliegen. Wäre nicht so angenehm. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Steht alles vor der Blüte so. Das ist unfassbar. Mehr Schafe. Eine Begrenzung. Ein böses
großes Lager. Das habe ich aber schon mal befreit, mal irgendwann, scheinbar. Auch das hier. Und das da unten auch. Aber das ist auch krass, weil das ist die Stelle, die wir letztens vor zwei Videos oder so gesucht haben. Zum EP-Farm. Nun ja. Sache ist halt, ich würde eigentlich sehr gerne aufgeben, eine Kuh zu suchen, aber es kann ja nicht sein, dass hier keine ist. Wir sollten vielleicht einfach meinen anderen Teil Quests weitermachen. Und zwar, also Teil Achievement sozusagen. Okay. Pass auf, die Quest ist die folgende. Erstmal unsichtbar machen. Also. Die Quest ist mit Alraunen 10 verschiedene Gegnertypen stunnen. Das heißt, wir schleichen uns jetzt an das Ding dran. Und dann das damit. Tschüss. Da sind die nächsten Gegnertypen. Wenn ich leicht fühle, dass du vorbeikommst. Du, viel besser. Aua, ich bin unsichtbar. Lass mich. Ich will werden. Verliere ich Agro so? Glaub nicht. Oh, da ist der nächste Gegnertyp. Überraschung. Revelio. Ich glaube, wenn wir in den verbotenen Wald gehen, werden wir noch ein paar finden. Die hatten wir schon, hm? Wer bist du? Wilder? Ja. Davil, was ist da? Niemand entkommt mir. Sollen wir beenden, was wir begonnen haben? Ach, da, aufhören! Du hast einfach jemand gefangen. Ist dumm gelaufen, ne? Ich weiß, dass du aggressiv bist. Da gibt es bestimmt eine Quest für. Wir kommen wieder. Vermutlich. Ich weiß. Oh Gott, wer ist. What the fuck? Hat sie einfach nach hier geportet. Die Kampfarena haben wir abgeschlossen, gut. Wer mich jagt, den steche ich ab wie einen Nockschwanz. Nicht nett. Brauchen Gegner oder Kühe. Die haben wir halt schon zuhauf. Nicht nur getötet, sondern. Ich frage mich, wie viele verschiedene Gegnertypen es eigentlich so gibt. So prinzipiell geeignete in der Open World und nicht in Instanzen. Inferni fallen mir ein. Hier müsste irgendwo noch ein Troll rumlaufen, oder? Ist er nicht hier? Heißt der Träum. Oh. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben die Wurzel allen Übels bekommen. Soll ich den töten? Ne, kein Bock. Damit haben wir die Quest auch erledigt. Hier sind Hirsche und keine Kühe. Habe ich die schon gemacht? Nee. Zweifellos schon lange verlassen. Ich weiß, was das bedeutet. Eine auch. Mehr waren noch mal meine Fallen. In Lower Hawks Field oder... Revelio. Ah, ich weiß wieder.
Revelio. Imperium. Ich bin Kotio. Wurde ich einfach runtergehauen. Nicht nett. Das war falsch. Schlecht und falsch und schlecht. Okay, kurz looten. Straßenköterfell. Gar nicht bemerkt, dass es ein Hund war. Da sind Zentauren. Ich finde eher Zentauren als Kühe. What the fuck? Glitscht wegen den Steinen, die noch drauf waren. Yay. 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 Gut, dass das gezählt hat. Das hätte mich jetzt sonst ein bisschen traurig gemacht. Hatten wir eigentlich ein Achievement bekommen für alle Flohflammen freischalten? Oder habe ich was vergessen? Das wäre auch doof, ne? Da habe ich gar nicht geguckt. Seht ihr noch eine, die fehlt? Bis jetzt sehe ich keine. Das ist aufgedeckt, aufgedeckt, aufgedeckt. Alles aufgedeckt, aufgedeckt, aufgedeckt. Aufgedeckt. Aufgedeckt, aufgedeckt. Ja, das ist keine Flamme. Das hat mich fast ein bisschen irritiert. Sagen, das sieht insgesamt ganz gut aus, ne? Ich hätte ehrlicherweise noch erwartet, dass ich irgendwo auf der World Map, ohne noch irgendwas Spezielles zu machen, Dings finde, ja. Ein Besenrennen. Ich werde einmal von hier losfliegen und eine Kuh suchen. Mein Gott. Was haben Sie jetzt vor? Eine Kuh suchen. Ich habe eine Kuh suchen vor. Mein Gott. Oh Gott. Hauptsache, ich töte die Kuh nicht. Was hast du getan? Was passiert ihr? Wo da? Revelio. Hallo. Ich bin's. Der Kuhflipper. Geschafft. Milchshake. Wir haben die Kuh geflippt. Danke. Danke, dass du uns das ermöglicht hast. Hey, warum läufst du weg? Ich habe mit dir geredet. Er war ja gar nicht so schwer, ne? So. Revelio. Nice. Sehr gut. Okay. Ich sehe, folgentechnisch haben wir auch wieder leicht überzogen, aber deswegen den Credits, die meisten skippen, gar nicht so schlimm. Das heißt, vielen lieben Dank an dieser Stelle für die Folge, die war ein bisschen wilder. Ich glaube, die werden wir unter dem Titel oder unter der Flagge der Achievement-Abschließung laufen lassen. Und ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Mal. Oh, direkt bei Escape gedrückt. Ich bin aufgeflogen, dass ich speichere. Bis zum nächsten Mal.